Das ist ihr Anführer, Oleg Tjanibok. 3 Minister hat er in der Regierung, dazu den Vizepremier. Er ist jetzt ein mächtiger Mann. Auch als Frank-Walter Steinmeier vor kurzem über die Zukunft der Ukraine verhandelte, saß Tjanibok mit am Tisch. An ihm führt kein Weg mehr vorbei. Seite an Seite mit den gemäßigten Politikern. Dabei macht er aus seinem Vorbild keinen Hehl. Es gab Zeiten, wo man uns Ukrainer als Schmarotzer beschimpft hat. Heute sind wir die Erben von Stepan Bandera. Er ist schon seit langem der Held der Svoboda-Partei. Stepan Bandera. Er war ein Nazi-Kollaborateur. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er gegen die Russen, verbündete sich mit Hitler, war an der Ermordung der Juden beteiligt. Heldenverehrung eines Faschisten. Auch während der Unruhen in Kiew schallt immer wieder der alte Schlachtruf der Faschisten durch die Straßen.